Hallo und willkommen auf meinem Kanal Find Vintage Beauty. Ich freue mich, dass ihr bei mir einschaltet. Heute habe ich ein Mystery-Paket mit nicht ganz so altem Schmuck, mit Designerschmuck aber, hoffe ich. Amerikanischer Schmuck. Mal sehen, was wir heute finden. Das sieht ja schon ganz toll aus. Ich sehe sehr viel Strass in Gold und Silber. Ja, das wird bestimmt sehr gut. Fangen wir mal mit diesem Ohrring hier an. In Strass und Gold. Ein Tropfenhänger. Hier ist der zweite. Und wieder ordentlich Glitzer. Und dann haben wir hier eine Kette mit gelben Steinen. Marke. Ich schaue mal unter der Lupe. Ist eine Marke drauf mit NS in so einer Raute. Das ist mir nicht bekannt. Vielleicht weiß das einer von euch. Würde ich mich freuen, wenn ihr mir das in die Kommentare schreibt. Eine schöne Kette mit tollen Steinen. Die Länge ist ja nicht so lang. Dann ist hier ein kleiner Ring mit einem Strassstein und einem Herz. Nicht gemarkt. Mal schauen, ob ich den vorführen kann. So sieht er aus. Und dann hier eine Brosche. Keine Marke. Aber auch mit ordentlich viel Strass dran. Dann habe ich hier eine silberne Kreole. Eine Kette in Kupferfarbe, auch keine Marke, ich führe die mal so vor, dann ist hier ein Armband oder ein Armreif, ganz filigranes Teil. Auch keine Marke. Aber das sieht sehr schön aus. Dann haben wir hier eine schöne Schleifenbrosche. Guck mal unter der Lupe. Keine Marke. Aber ein schönes Design. Und die finde ich sehr schön und zeitlos. Dann ist hier eine Kette mit, wie ich finde, sehr schönen Strasssteinen. Also die glitzern wirklich sehr, sehr, sehr gut. Auch interessant, diese eckigen Kettenglieder. Label ist dran, sogar zweimal, ich guck mal.
Sind nur Initialen drauf, ein CH oder ein GH? Ist auch ein besonderes Design, so eckig. Also sagt mir leider auch nichts, weiß ich nicht genau. So sieht sie aus. Also ich könnte vermuten, dass sie aus den 90er Jahren ist, weil sie diese T-Form hat, die sehr beliebt war Anfang der 90er. Und dann haben wir hier einen Perlenring. Marke kann ich nicht sehen. Ich gucke nochmal unter der Lupe. Oh. Sterling. Schön, ein Silberring mit Perle. Die Perle sieht auch sehr gut aus. Hat einen schönen perlmuttigen Glanz. Ich führe den mal vor. Ist jetzt sehr klein, ist noch nicht eingestellt. Aber das ist ja gut, dass er noch nicht verbogen wurde. Ein schöner Ring. Der gefällt mir sehr gut. Dann habe ich hier Ohrstecker. Kleine goldfarbene Ohrstecker mit Strass. Marke ist keine drauf. Dann ist hier ein sehr schönes Armband. Ich sehe auch schon das J von Juicy Couture. Ja, es steht auch auf dem Herzen drauf. Schaut mal. Eines der berühmtesten Designs von Juicy Couture. Und auch mit diesem super schönen Verschluss mit den verzierten Enden. Sehr gut aus. Mag ich gerne. Das ist so richtig, glaube ich, noch eines von den ersten, wo das Design noch so ganz klar war und noch nicht so viel dran hing. Also das ist richtig toll, finde ich sehr gut. Und auch so ziemlich das erste Designerteil. Ne? Dann gibt es hier so ein paar Kreolen. Marke sehe ich keine. Also eine mittlere Größe. Dann die etwas größere in einem schönen, satten Goldton. Ich gucke nochmal unter der Lupe, vielleicht sind sie ja echt. Nee, kein Stempel, aber man sollte ja die Hoffnung nie verlieren, wenn man Gold finden will. So, dann haben wir hier ein kleines Armband. Ein kleines Strassarmband von Monet. Dann sehe ich hier etwas sehr Schönes, das ist nämlich das Trifari-Tee. Und zwar dieses Tee ist erst so auch, glaube ich, in den 90er Jahren gemacht worden. Die Kette hat ein sehr schönes Design, eine kleine filigrane Kette. Ein Trifari ist ja auch bis heute eine sehr begehrte Marke. Schön, dieses kleine T-Logo. Schöne Kette, die gefällt mir. Die hat auch einen guten Goldton. Dann haben wir hier einen Ring. Ich schaue nochmal unter der Lupe. Keine Marke. Aber ein schönes Design mit dem
eckigen Stein in der Mitte. Fast wie so ein Verlobungsring. Dann habe ich hier ein paar schöne Ohrstecker in Silber und so ein klassisches Design mit in Silber und schwarzen Steinen. Ich gucke nochmal nach einer Marke. Sterling Silber, 925er Stempel ist drin. Schöne Ohrringe, schöne zeitlose Ohrringe. Das freut mich. Das ist ein schöner Fund. Dann haben wir hier eine kleine Kette mit Herzanhänger. Zwei Herzen mit blauem Steinchen. Ich sehe einen Stempel. 14 Karat Goldfeld. Also eine Vergoldung. Eine hochwertige Vergoldung. Deswegen ist die Kette auch so klein. Dann haben wir hier ein Armband. Marke sehe ich keine, aber mit Paris-Thema oder mit einem kleinen Eiffelturm dran. Dann so ein kleiner Ring. Noch ein Strassring, ein Krönchen. Und ein blaues Band darunter. Sehr schönes Armband. Das finde ich sehr nett. Sehr hübsch. Mit dem Silber und Blau und dem Eiffelturm. Dann haben wir hier einen einzelnen Stein. Ich glaube, es ist ein Lapis. Lapis Lazuli. Und dann gibt es hier noch einen. Tja, das weiß ich nicht genau. Ob das ein... Für einen Mondstein ist der irgendwie nicht gar nicht transparent, weiß ich nicht genau. Könnte. Ich weiß es nicht. Könnte auch ein Perlmuttstein sein. Dann gibt es hier einen kleinen Anhänger mit Karabiner. Was eigentlich ein Anhänger ja eher für ein Armband wäre. In Tropfenform mit Perle und Strass. Schöne Qualität und ein kleiner Anhänger. Ich schaue mal, ob ich einen Stempel finde. Kein Stempel. Also wie drei kleine Dreiecke, ein kleines Steinchen. Also ein sehr schöner Goldton, deswegen habe ich gehofft, dass es zumindest eine Vergoldung Stempel hat. Dann haben wir hier eine etwas beschädigte Kette, aber mit Stempelung. Ich gucke mal. 925er Silber und Made in Italy. Ja, leider nicht mehr ganz in Ordnung. Ein paar Gramm Silber eben, ne? Ist ja auch nicht so schlecht. So, dann haben wir hier ein Armband mit DI. Ich glaube, das war ein Design von Dior in den 90er Jahren. Aber es gibt keinen Stempel. Also das wurde auch sehr, sehr viel nachgemacht. Das ist auch so ein Schmuckstück, das in die Modegeschichte eingehen wird. Dann haben wir hier eine sehr schöne silberne Kette mit einem sehr schönen Verschluss. Ich glaube, ja.
Von Monet. Also die sieht auch sehr gut aus im Silberton. So. Und diesen Verschluss finde ich auch sehr gut. Dann nochmal eine goldene Kette von Trifari. Und noch eine Kette von Trifari. Hier ist wieder das kleine T. Mit so einem, ja, wie einem Schleifendesign oder einem Eternity-Kettenglied. Ein schönes Geschenk. Dann habe ich hier eine Herzkette. Eine Kette mit Herzanhänger. Marke sehe ich keine. Ein schönes, klassisches Strassherz. Und dann gibt es hier so Herzstecker. Ein Blumendesign. Kleine Blumen drauf durchbrochen. Und auch mit kleinen Strasssteinchen verziert. Romantischeres Herz. Dann gibt es hier so ganz kleine Kreolen. Ein Armband mit Strasssteinen verziert. Keine Marke. Dann ist hier die zweite silberne Kreole, die wir am Anfang hatten, mit diesen geflochtenen Strängen. Dann ist hier ein Stecker. Ohne Marke. So ein klassisches kleines Blümchen. In Strass. Dann noch mal eine schöne Schleifenbrosche in Silber mit fliederfarbenen Tropfenanhänger. Marke. Avon. Also ein wirklich tolles Design, finde ich. Also von Avon bin ich immer wieder überrascht, was für tolles Design die gemacht haben. Und dann haben wir hier ein Armband mit Marke. FAS steht drauf. FAS und 925er Silber. Auch kleine Herzen und X'e. Herz und X in Abwechslung. Schön. Und Silber. Und dann haben wir hier in der Tüte, aha, Ohrringe und Kette. Sehr schöne Ohrringe mit blauen Steinen. Und von silbernem Strass umringt. Marke. Givenchy. Tolle Designer-Ohrringe. Ja, die sind toll. Das freut mich. Sehr, sehr schön in den blauen Steinen. Und dann sehe ich hier, haben wir eine Ralph Lauren-Kette. Auch mit blauem Stein. Und so einem sehr schönen Art Deco-Design.
Etikette sieht aus wie neu. Also in einem sehr, sehr guten Zustand. Ja, die kann ich gleich liegen lassen. Also das ist mit Sicherheit eines der Highlights in dem heutigen Paket. Dazu die Ohrringe. Toll. Passen super zusammen. Dann das Juicy Couture Armband, finde ich sehr gut. Dann die Trifari-Ketten. Sehr schön, dieser mit dem Eternity-Zeichen. Die und dann noch diese, alle schön unterschiedlich. Dann dieses Herzarmband ist toll. Die Schleifenbrosche finde ich sehr gut. Den Ring in Silber mit Perle. Da ist ja doch einiges dabei gewesen. Und dieses kleine Armband mit dem Eiffelturm. Finde ich auch sehr gut. Auch in Blau. Und dann diese Ohrringe. Die in Silber. Sehr, sehr toll. Viele schöne Sachen dabei. Auch diese Schleife von Aaron finde ich auch sehr schön. Ja, schreibt mir bitte, welches Schmuckstück euch am besten gefallen hat. Ob euch das Video so gefällt, wie ich das mache. Abonniert meinen Kanal, schenkt mir ein Like und schaut wieder rein. Bis bald.